Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider 3. In der letzten Folge sind wir hier bei diesem komischen Ding angekommen. Jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen am Überprüfen, ob ja, wir hier irgendwo irgendwas machen können. Sieht aber bisher irgendwie schlecht aus. Nee. Okay. Ist das vielleicht einer der Typen, der hat doch irgendwie zwei Freunde gehabt? Er hat einfach ein Loch im Bauch. Oh, hi. Noch so einer, okay. Ich wollte eigentlich den Schlüssel haben. Ist das erlaubt? Naja, immerhin sind sie schon mal weitergekommen, als ich denen zugetraut hätte. Das muss ich denen ja schon gestehen. Okay, von hinten können wir den auch irgendwie treffen. Mann. Also den habe ich ja jetzt richtig oft getroffen und der will ja gar nicht sterben. Mann. Los, gib endlich auf. Na gut, ich lasse den jetzt erstmal so ein bisschen näher kommen. Ich hoffe, der hat hier jetzt nichts liegen lassen, weil der ist ziemlich ungünstig gestorben. So, what the fuck? Danke. I guess. Oh. Hier ist ja auch der zweite. Danke. Boah, ich erinnere mich hieran noch irgendwie so ganz dunkel. Boah, was geht denn hier ab? Muss ich jetzt irgendwie auf Schlüsselsuche gehen? Ich speichere erstmal. Was haben wir hier? Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, mein Gefühl war anscheinend richtig. Da kommt was von der Decke runter. Zum Glück habe ich vorher noch gespeichert. So, okay. Ich nehme mir auch mal direkt das Ding hier raus. So, ich nehme jetzt erstmal das hier. Ach Mann, Lara. Ach Gott, das ist schon wieder so dumm. Ich sehe sie schon wieder sterben. Ja, sie wird definitiv wieder sterben. Einfach nur, weil sie zu dumm ist, das Ding zu benutzen. So, what the fuck? Na gut. Mir hat ja mal jemand geschrieben, ich sollte Speedruns machen. Ich glaube, hiermit wisst ihr, warum ich es nicht tue. Gott. Mit dieser Tastatur zu navigieren, mit dieser Steuerung zu navigieren, ist der reinste Krampf. Mann, wie kurz das einfach davor war. Aber na gut, wir kriegen das schon hin. Ich gehe davon aus. Okay, das war der falsche Knopf. Mit diesem Knopf sprintet man. Das war eigentlich nicht der Plan. So. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Puh, das war knapp. So.
Na gut, jetzt haben wir immerhin schon mal zwei Schlüssel. Was sind das für Schlüssel? Schlüssel des Ganesha. Ja, davon hatten wir ja schon irgendwie genug, oder? Weird. Und wie viele brauche ich davon? Ich hoffe, das reicht ja jetzt. Also, zwei sind doch genug. Oh. Ich brauche drei. Schön. Oh Mann. Dankeschön. Okay, ich glaube, das, was ich vorher noch in Erinnerung hatte, sollte jetzt als nächstes kommen. Okay. Das habe ich ja gerade noch rechtzeitig gesehen. Was kommt nun? Ja, das war schon mal nicht so schlau. Hä, was bringt denn dann das Ding, das zu drücken? Das ist schon so lange her, ich erinnere mich da halt wirklich so null dran. Okay. So, hier muss ich irgendwie ganz in die Ecke, um dieses Ding zu betätigen. Right. War es vielleicht irgendwie so, dass man nur außenrum schwimmen konnte? Okay. Es könnte so grob stimmen vielleicht. Ich arbeite noch daran, es zu verstehen. Halt nur die Frage. Ach so, okay, ich komme hier ganz normal wieder raus. Na gut. Das war dann doch etwas unkomplizierter als gedacht. Oh Mann, okay. Dann haben wir alle. Also hoffe ich zumindest. So. So. Und so. Gut. Dann sollte das hoffentlich unser Ausgang sein. Also, wirklich hoffentlich. Und wir haben, glaube ich, gerade das 100. Mal gespeichert. Uhu. Okay, ich glaube, der Typ war irgendwie so ein kleines bisschen irre. Ja, gefundenes Secret 1 von 4. Super viele. Besiegte Gegner 29, verbrauchte Munition 1700 und nur und wir haben 1600 Mal getroffen. Das geht doch schon voll fit. Benutzte Medipacks 2 und die Distanz kann man nicht so ganz gut lesen. Ich glaube, das sind irgendwie, das ist eine 7 oder so. Na gut, Lara hat ordentlich Kalorien verbrannt und ja. Dann schauen wir uns mal den nächsten Level an. Dieser Typ von vorhin scheint auf jeden Fall jetzt irre geworden zu sein. So, wo sind wir jetzt? Der Ganges. Okay, das ist dann wohl dieser Fluss hier.
Okay, hier gibt's eigentlich nichts Spannendes. Hier haben wir immerhin schon mal das Ding, aber hier gibt's doch auch safe irgendwas, oder? Als ob das jetzt ein Secret ist. Ist es eins? Nein, oder? Also ich habe jetzt wenigstens noch nichts gehört. Mann, das sieht so strange aus. Es sieht halt echt irgendwie so aus, als würde so ein Müllwagen so den Rückwärtsgang einlegen, ey. Boah, richtig strange. So. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Tatsächlich. Ich glaube, ich muss hier so springen, oder? Das sah für mich richtig aus. Oh Mann. Gab es da nicht auch irgendwie so einen Boost oder so? Bin mir nicht ganz sicher. Das ist so lange her. So. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ein Wunder. Knapp. Knappe Kiste. Oh, ich glaube, da müssen wir wieder rüber springen. Oh Gott. Na gut, so geht's auch. Ja, so nicht. Mann, die Steuerung ist einfach so absolut für den Arsch. Oh Mann, wer sich das ausgedacht hat. Ja, fast. Passt. Das war doch schon richtig gut. Oh Mann. Ja, das hat immerhin funktioniert. Also das war doch eine 1 plus mit Sternchen, würde ich sagen. Genauso wie das. Da kann man mir nichts vorwerfen. Oh fuck. Ja gut, das war schon eher kritisch. Genauso wie das. Mann. So. Okay. Oh Mann. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt müssen wir hier einmal kurz schauen. Erstmal zum einen, wie komme ich hier raus? Okay, das hat schon mal funktioniert. So. Ich denke mal, das hier wird jetzt der Weg sein, den wir nehmen sollten. Und da hinten habe ich ja das Ding gesehen. Moment. Ja gut, fast, fast. Ich denke mal aber, wir kommen da auch irgendwie ganz normal zu Fuß hoch. Hoffe ich zumindest. So und so. Das hat schon mal funktioniert. Da sehe ich schon die Schlange. Da muss ich erstmal direkt nochmal abspeichern, sonst kriege ich da die Krise. So. Das hat funktioniert. Einfach nur, weil ich es einfach mal ausprobieren möchte. Oh, sie ist schon tot. Mit nach einem Schuss. Ja, super. So. Ich habe die Shortcuts ganz vergessen, aber ich werde sie jetzt gleich wahrscheinlich wieder vergessen. Von daher. So. Gibt's hier irgendwas? Nö. Das sah eher schlecht aus.
Och nö. Muss ich das dann irgendwie von der anderen Seite aufmachen? Irgendwie sieht's gerade ein bisschen so aus. Nein. Och fuck, sie hat mich gerade noch so bekommen. Dieses blöde Miststück. Stirb. Mann, die Viecher sind so unfassbar nervig. Mann, was soll das hier schon wieder? Ist das hier einfach nur, muss ich da was einsetzen oder ist das einfach nur ein Knopf? Es war einfach nur ein Knopf, okay. Damit kann ich mich zufrieden geben. Ich habe da wieder irgendwas gehört. Aha. Nein. Stirb. Stirb. Mann, diese Kackaffen. Die nerven halt so richtig hart. Das brauche ich halt noch gar nicht, ne? Hier ging es, glaube ich, irgendwie zum Wasser runter. War das so? Ja, so grob. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt gerade direkt hin muss. Ja, ich glaube, ich hole langsam mal wieder meinen Kart. Ich glaube, hier brauche ich das auch. Was ist denn da unten? Einfach nur ein lilaner Abgrund. Na, ist ja spannend. So, ja, das war auch voll der Plan auf jeden Fall. Ich sehe es schon später kommen, wie ich mich dann einfach so richtig hardcore dafür hassen werde. Weil dieser eine Level, ich weiß nicht mehr, welcher das genau war, der war unfassbar dunkel. Aber wir haben noch 58 Fackeln, das sollte eigentlich für den ganzen Level reichen. Ah, da gab es so viel Zeug und dann dazu gab es doch irgendwie noch ein DLC. Vielleicht spielen wir den auch irgendwann mal, aber ich habe da bis heute noch nicht so ganz den Sinn hinter kapiert, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht verstehe ich den Sinn ja jetzt, wenn ich das Spiel nochmal gespielt habe. Das könnte sein. So, hier gebe ich jetzt schon mal Gas. Oh. Oh. Ja, das hat doch super funktioniert. Lief doch gut. Oh Mann. So, jetzt bin ich hier mal vom Gas gegangen. Jetzt müssen wir hier irgendwie hier rumfahren. Oh Mann, was ist das für ein Scheiß? Oh, 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 oh. Okay. Mann, wer hat sich das denn ausgedacht? Und wohin jetzt? Das sieht irgendwie richtig aus. Mann, was ist denn hier los? Okay. Keine Ahnung, wo ich bin. Okay, jetzt weiß ich es wieder so grob. Mann, wer hat sich das denn ausgedacht? Und die Folge ist schon wieder fast 20 Minuten lang. Das kam mir gar nicht so vor. Ohne Witz. Ich dachte noch so vorhin, ja, vielleicht beenden wir dieses, halt dieses, diesen Level. Nach so diese Folge, weil der halt nicht so lang war. Aber Pustekuchen. Ich denke nicht, dass das was wird. Und wohin jetzt? Darüber. Mann, das ist doch nicht in Ordnung. Oh Mann. Warum? Oh.
Und jetzt muss ich hier nochmal anfangen. Okay, ich muss auf jeden Fall, was das angeht, öfter mal zwischenspeichern. Das ist eindeutig nötig. So. Ach, Mann. Ja, fast, würde ich sagen. Wir fahren jetzt nochmal bis zu den Klippen da vorne und dann würde ich auch die Folge, glaube ich, beenden, weil, ist dann genug für heute. Mann, und immer diese Springerei und diese Boosts, die sind so unglaublich nervig. Oh Gott. So. Okay, hier würde ich dann aber an der Stelle die Folge, glaube ich, beenden. Das hatte ich gar nicht so lange in Erinnerung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie drumrum kommen oder nach oben kommen oder whatever. Gut, bis dahin.